Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit Olli, Skipper, Malte und Daniel. Hi. Hi. Und Olli hat mir meinen Job geklaut. Will ich ihn wieder haben? Ja, würde ich wohl fertig machen. Ich hab gedacht, Olli, du wolltest pressen. Ja, aber mit dem Einkreislich war, da dauert es halt ein bisschen, bis Skipper da ordentlich in Bahn gezogen hat. Ach so, ist das eine Feld schon gepresst? Ja. Ach. Feld so. 36 ist schon komplett fertig. Dann kannst du da eigentlich schon aufladen mit dem Deutz. Nein. Will er ja nicht. Wieso? Weil ich das gerade versucht habe, aber dieser Traktor, der backt sich gerade nach links, so dass du nicht mal eine Reihe ordentlich hochstapeln kannst. Das ist schade. Der Deutz? Doch eigentlich keine Probleme. Wobei, wenn ich kann, es auch an den IHC eine Front oder Konsole machen. Weil sonst hätte ich das gerade eben schon gemacht. Weil angefangen habe ich ja eigentlich schon. Ja, wenn ich nehme den IHC. Ja, nee, ich kann eine Frontlader-Konsole fahren. Dann oder David mal eben da eine dran. Wie krass hier die Berge sind, ne? Dass man so viel langsamer wird hier beim Dreschen. Ich habe auch übelst Probleme, obwohl ich jetzt mit 145 PS Schlepper fahre, mit dem Krobern. Hast du den 5 Meter? Natürlich. Okay, der 5 Meter ist übel. Ja, nee, der hat auch nicht nur 88 PS Kraftbedarf, das kannst du mir nicht erzählen. David? Vielleicht bergab. Ja. Mit Rückenwind. Das liegt aber auch am Mähdrescher, dass du dann hochkommst. Ja, der ist auch ein bisschen schwach. Weil der hat allein schon relativ wenig Kraft, wenn du auf einer geraden Fläche fährst. Ja. Ja, wir werden ja auch bald updaten. Aber halt eine Saison macht er, denke ich, noch, weil wir müssen ja auch schauen, dass wir ein bisschen moderner werden dann. Richtig. Aber ich weiß noch nicht, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ich weiß nicht, ob das langweilig ist. Ich habe ja immer den Fendt-Drescher genommen als Mod. Ob man tatsächlich mal den Standard-MF aus dem Spiel nimmt oder halt einen sehr kleinen Klaas. Das wäre so die Option, die ich da jetzt seh. In der Youngtimer Edition noch oder generell? Sobald wir auf unsere kleinen modernen Schlepper umgestiegen sind. Da kannst du auch den kleinen Dings holen, den Sampo. Na, der Sampo, nee. Mag ich nicht. Was ist mit dem T95? Ja, das sind so die Standard LS15 Drescher, habe ich das Problem ansonsten damit. Ansonsten hättest du noch die Möglichkeit, einen kleinen Lexion 550. Ja, einen kleinen Lexion wäre auf jeden Fall schön mit einem 6 Meter Schnitt. Na, 6 Meter schon fast. 6 Meter schon stramm, ja. Eigentlich von der Arbeitsbreite her sollte sich nicht viel verändern, nur halt im modernen. Was hältst du von dem Rostemasch Akros 595? Könnte Abstand. Man auch drüber nachdenken, habe ich bis jetzt noch nicht so. Ja, hat 7 Meter. Ja, ist schon ein bisschen groß. Bisschen krass, ja. Müssen wir mal schauen. Wir werden da sicher was Akzeptables finden. Was ich ja auch mal interessant finden würde, das habe ich schon vor Jahren mal erzählt, wenn man sagen würde, einfach damit sich der Umstieg von so einem, weil es gibt ja viele, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre alte Drescher, die ordentlich Arbeitsbreite haben. Also sagen wir mal, jetzt nicht 13 Meter, aber vielleicht so 7 bis 10 Meter. Ja. Und die werden ja relativ oft dann benutzt, weil die günstig im Spiel sind. Und da würde es mich aber einfach interessieren, wenn man quasi in die Maschine einen Faktor einbaut, dass du sagst, okay, so ein 1090, das ist jetzt einfach nur so aus der Luft gegriffen, ne? Arbeitet extrem effizient, setzt extrem gut, also das Verhältnis aus dem, was der erntet und dem, was am Ende an Körnern im Bunker ist, ist extrem gut. Dann haut man jetzt einfach dazwischen den Faktor 0,98, also quasi 98% Wirkungsgrad mehr oder weniger, so viel sammelt der ein von dem, was auf dem Feld ist. Was eigentlich möglich wäre. Genau, und dass du dann halt wirklich sagst, wenn ich jetzt hier so einen Mega hab, der Mega, so ein Alter, der ist ja auch 25 Jahre oder so alt hier, dass man dann sagt, der schafft nur 70%. Weil dann würde es sich halt auch finanziell lohnen, auf ein modernes Modell umzusteigen, ohne die Arbeitsbreite zu erhöhen. Einfach, weil es effizienter ist.
Ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Aber das geht wahrscheinlich dann wieder nicht, weil dann sagen die Hersteller, hey, warum soll meiner denn jetzt nicht so effizient sein wie der andere? Ja. Aber ja, in echt ist halt es ja auch so, die Technik wird ja über die Jahrzehnte besser, ne? Die Ausbeute. Klar. Ich denke, das ist einfach ein Thema, das du über den More Realistic Mod klären könntest. Oder dass die Drescher auch ausbrennen. Ja, genau. Dexion. Und dann direkt mit Feuerwehrmod hinterher, ne? Ja, New Holland. War am Ausbrennen. Genau, oder du bist mal am Fahren und dir fliegt die Vorderachse, bricht raus vom Wald raus. Nee, sind immer New Holland, die ausbrennen. Die Lexions, weil die haben ja... Oder die Krone pressen. Ja, das auch. David, wie voll bist du? 65. Er hat heute noch Knicks getrunken. Danke, der Nachfrage. Doch, ich habe gerade eben noch einen Schluck Mineralwasser getrunken. Was? Wie kannst du? Ich bin du? Im Moment auch total runter vom Kaffee, ne? Also ich... Ja, ich hör's gerade. Du zitterst auch ein bisschen, kann das sein? Ja, minimal. ich trinke einfach richtig viel Wasser. Auf Kaffeeentzug. Also ich habe heute bestimmt schon so 5 Liter Wasser getrunken, deshalb muss ich auch dauernd auf Toilette. Ich mach mir Sorgen um dich. So okay, habe ich dich nicht kennengelernt. Das Problem ist, meine Eltern sind spontan in Urlaub gefahren und normalerweise ist meine Mutter morgens mit mir pünktlich aufgestanden, hat mir Kaffee gekocht. Kaffee gemacht. In der Zeit habe ich mich dann halt umgezogen und so weiter runtergekommen und da standen halt schon meine Thermoskannen mit Kaffee. Ja. Hotel Mama ist nicht mehr. Ja, und jetzt habe ich halt immer die Option, früher aufzustehen, das mache ich auch in der Tat, 10 Minuten eher aufstehen. Aber irgendwie denke ich mir dann, ach komm, jetzt Kaffee machen, hast du auch keinen Bock. Und dann fahre ich einfach ein bisschen eher zur Arbeit, weil das auch chillig ist. Weil dann ist der Verkehr echt um Welten besser, wenn ich 10 Minuten früher fahre. Mhm. Da bin ich eine Viertelstunde eher da, habe ich glaube ich letztes schon mal erzählt. Genau. Andererseits, wenn ich nochmal 10 Minuten später fahre als meine normale Uhrzeit, dann geht's ab. Ich war vorhin noch für meinen Urlaub ein paar Sachen holen. In einem relativ großen Sport- und Campinggeschäft. Und da fährst du halt auch ein Stück A2 und so, wo überall Baustelle ist und voll zum Kotzen. Ja, klar. Dann habe ich, glaube ich, 1,5 Stunden für die 40 Kilometer gebraucht. Boah, super. Nur Fahrzeit. Ja, also mit Stau. Ekelhaft. Schön, ne? Ja, das ist halt so im Ruhr. Und unser Ort ist im Moment noch eingekapselt von 2 Baustellen. Wunderschön. Nee, das ist dann nicht so schön. Ja. Der Bendo dann aus dem Saarland kennt das ja gar nicht. Was, Baustellen oder Autobahn? Oder Stau. So viel Verkehr und Stau. Beides wahrscheinlich. Ich kenne das sehr gut. Glaub mir, ich fahre ja ins Ausland arbeiten jeden Tag. Ja, richtig. Und das ist schon ein bisschen hardcore, was da abgeht. Tim, wo arbeitest du nochmal? In Luxemburg. Du machst halt auch jeden Tag richtig Kilometer. Ja, ein Weg 110 Kilometer. 220 fahre ich beruflich am Tag. Mhm. Ja gut, wenn es deinen Lohn aber auch wieder hergibt. Ja klar, sonst also sonst würde ich das auch ganz ehrlich nicht machen. Ja, 4.500 Kilometer im Monat, ne? Schon heftig. Ja. Nur für Arbeit. Wenn du es dann im Monat verdienst, ich halt. Ja, ich habe halt im Monat knapp, ja, ich würde sagen, teilweise, ja, ich habe mittlerweile so knapp 400 Euro Spritkosten im Monat. Und du fährst 380 Diesel. 80 Euro. Und ich fahre Diesel, genau. Und ich bezahle im Moment nur 95 Cent den Liter. Weil Luxemburg halt da andere Preise hat, weil die nicht so viele Steuern auf den Diesel haben, ja, wie hier in Deutschland. Aber insgesamt ist das halt schon relativ teuer. Ich habe halt einen hohen Verschleiß im Pkw. Ich brauche alle 3-4 Jahre ein neues Auto. Und das geht halt auch ins Geld. Und wenn ich das nicht rechnen würde, dann würde ich das natürlich nicht machen. Naja, so wie mein Bruder halt. Ja. Der ist die Frage. Der hat irgendwie jede 3 oder 4 Tage im Geschäft getankt. Na gut, das ist was anderes. Muss er den Sprit da bezahlen oder ist das dann. Ja, ja. Aber Sprit ist dann halt natürlich billiger. Na klar. Ja, der hat dann so einen Chip bekommen, womit er dann immer getankt hat. Ja. Das ist halt auch echt so, wenn man sich überlegt. Ich pendel ja jetzt nicht so viel, ich pendel ja knappe 50 Kilometer am Tag. Mhm. Aber wenn man das jetzt einmal auf die Arbeitstage hochrechnet, Spritkosten und so, du verbrennst auf jeden Fall richtig Geld jedes Jahr. Nur durch den Weg, aber dann ist halt die Frage, ne? Ziehst du ganz, ganz nah an die Arbeit, 2-3 Kilometer weg,
fährst jeden Morgen mit dem Fahrrad. Fahrrad hat jetzt eher günstige Unterhaltskosten. Gut, hast vielleicht mal einen Platten oder was mit der Schaltung. Aber ist alles übersichtlich. Kostet wahrscheinlich die größte Reparatur so viel wie einmal volltanken. Ja. Aber... Ja gut, es kommt immer wieder auch mal auf das Fahrrad an, also... Und die Frage ist halt auch echt, wo willst du wohnen? Ne? Also, möchtest du direkt neben deiner Arbeit wohnen? Oder möchtest du das Ganze halt trennen? Also ich würde schon ein bisschen gern ein bisschen näher wohnen, aber ich würde jetzt nicht... Also bei dir kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du also zumindest mal näher ran möchtest. 10 Kilometer ran. Ja, das Problem ist aber, je näher ich ranziehe nach Luxemburg, desto enormer werden halt die Grundstückspreise bzw. die Mieten. Ja. Beispielsweise da, wo, wo unser Unternehmen sitzt in Luxemburg, ist jetzt eine 40 Quadratmeter Wohnung frei, offene Wohnküche, also quasi ein Raum, ein Zimmer, Küche, ja. Bad. Du hast noch eine kleine Terrasse von 4x5 Meter und da bezahlst du 2400 Euro Kaltmiete. Krass. Und 580 Euro Nebenkosten noch dazu. Also bezahlst du 3000 Euro für 40 Quadratmeter Miete. Das, ja gut, du verdienst da drüben aber auch mehr, oder? Ja, aber auch nicht so viel, dass ich mir eine Wohnung für im Monat für 3000 Euro mieten kann. Vor allen Dingen dann mehr so als unter der Woche Arbeitswohnung, ne? Ja. Andererseits konnte ich halt mir in sehr, sehr jungen Jahren, mit 21 Jahren, konnte ich mir ein Haus kaufen. Beziehungsweise nicht kaufen, sondern halt finanzieren. Ich habe das jetzt auch nicht aus der Portokasse bezahlt oder so. Aber der bessere oder der angenehmere Lohn hat dann halt ermöglicht, dass ich mir in relativ jungen Jahren mir schon Eigenheim zulegen konnte. Aber deswegen habe ich halt jetzt die Sache, dass ich halt so weit fahren muss. Ja. Das ist halt immer eine Sache, wie du dich entscheidest. Weil ich weiß auch, dass ich nicht mein Leben lang in Luxemburg arbeiten werde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwann auch älter werde, eine Familie gründen möchte und dann auch natürlich für meine Frau und für meine Kinder da sein möchte. Einfach, weil ich dann keine Lust habe, 8-9 Stunden zu arbeiten und 3-4 Stunden im Auto zu sitzen und ich kriege dann nicht mit, wie meine Kinder erwachsen werden. Und will ich halt definitiv vermeiden. Dann sage ich, dann komme ich lieber zurück nach Deutschland, guck, dass bis dahin meine Hütte abbezahlt ist und habe ein normales Familienleben, wie manch andere, die in Deutschland leben, auch, verdienen dafür weniger, aber habe dafür Familienglück. Ja, ist halt immer die Frage, worauf man Bock hat, ne? Klar. Manche gehen da voll auf, wenn sie ihr Leben lang richtig arbeiten können, aber haben dann halt ansonsten vielleicht auch nicht so viel von ihrer Freizeit und auch generell nicht so viel Freizeit, je nachdem, was man so macht. Ernten wäre halt schon gut, ne? Ah, ich bin noch zu früh im Jahr, ne? Ja, die anderen Felder sind noch nicht reif, Bruder. Ja. Ja gut, aber warum sehen die dann so fertig aus? Die haben 85%. Ihr müsst da auf den Wachstumszyklus gucken. Ja. Die sind erst morgen mit reif. Was war das? Alt links und 5? Ah, ne, S. Ne, alt. Link ist alt und S, ja. Ah ja. Guck mal, Olli, jetzt kannst du dich ja doch um die beiden kümmern. Nein. Ja, dein Grubber mit mir. Haben wir noch einen? Oder du lest noch Kommentare vor. Ja, wir haben noch einen 3 Meter Grubber. Jo. Vor den Deutsch hängen, oder? Außer du willst mit den Deutsch gerne Ballen stapeln. Nein. Nein? Wie nein? Gar nicht? Warum muss ich das eigentlich machen? Ey, du hast, weiß nicht, du hast dich sofort angeboten. Du stapeln willst. Also wenn hier keiner von euch Ballen stapeln will, dann würde ich das machen. Dann entweder gibt Olli mir den Deutz oder einer von euch müsste mir hier auf den Fendt eine Frontalerkonsole draufrüsten. Könnte man auch machen. Nein, pflanz dich in den Fendt rein. In den Deutz. Ja, dann lass mich hier noch. Oder willst du hier fertig pressen? Soll ich diesen kleinen IHC mal tanken? Der hat halt nur noch 6 Liter. Liter. Ja, bei 6 Liter kannst du langsam tanken. Und verbraucht halt 12 Liter beim Anfahren. Bei Vollgas. Aber die Stunde. Jo. Also in einer halben Stunde musst du tanken. Ja, egal. Ich mach's einfach mal. Das ist ehrlich gesagt so eine Geschichte gewesen. Ich weiß nicht, kennst du das selber? Also ich bin auch beim normalen Autofahren so. Und vor allen Dingen früher auch in ETS. Also
Es ist mir schon zigmal passiert, dass ich mit unter 10 Liter bei ETS auf die Tankstelle gefahren bin. Manchmal sogar nur mit ein oder zwei. Aber ich wollte das halt auch. David, ne? David. Ja? Was von den beiden ist das eine Gruppe? Vergess es. Nein. Das Ding, das hinter dir steht, braucht glaube ich 220 PS. Okay. Und das vor und dir das 130 vor oder so. Ja, gut dann. Warum haben wir da was hier rumstehen, was 200 PS braucht? Weil wir einen IHC haben, der alles kann. Ja. Der hier hinten steht noch ein kleiner Querneland-Grubber. Was braucht denn 200 PS? Wo? Da ist hier der Tiefenlockerer. Oh, wo steht hier irgendwas? Ah ja. Scheiße abgestellt. Auf jeden Fall mache ich das auch in echt so. Ich tank nicht, bevor ich nicht bei Restreichweite irgendwie 20 Kilometer oder so steht. Wärmeverschwendung. Also ich habe teilweise auch ganz oft schon noch zu fahrende Kilometer die Null gesehen bei mir. Oh, habe ich auch gerne. Und mein Auto hat halt noch so einen Reservetank, dass der doch trotzdem, obwohl der Null anzeigt, noch ich eine gewisse Kilometerzahl weit komme. Ja, du kommst echt eigentlich noch weiter, Mette. Also ich habe noch nie bis leer, aber... Anhand des Tankens weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch einige Kilometer kommen könnte, wenn Null da steht. Ja, gut, ich muss sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich einen Diesel fahre, will ich natürlich den niemals komplett leer fahren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht möchte, dass in die Kraftstoffleitung Luft kommt. Dann habe ich nämlich ein Riesenproblem. Das ist nicht gesund. Aber, bei dir ist natürlich wahrscheinlich auch das Thema, wenn du gerade in Luxemburg bist, dann tankst du halt da, ne? Klar. So, David. Ja. Ich guck auf die Uhr. Ich sehe den Chef hier schon grubbern. Ja, siehst du mal, guck mal, ich fahr langsamer als du gehst. Aber das sieht voll geil aus, weil das sieht so richtig so, weißt du? Ich fahr auch ganz geschmeidig mit 27 Liter die Stunde aktuell. Ja, der IAC, der kann noch was. Ja. Ja. Sprit verbraten. Aber ich würde sagen, das war's dann. Also ich fahr mit 14. Und bis Liter. Zum nächsten Mal. Warte mal, bist du dran? Ja, ne? Als nächstes bin ich dran, ja. Aber jetzt bist du dran. Okay, dann war das hier doch mein Ende. Richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.